mein jüngeres Ich. Bleibe dir treu. Versuche nicht, wie die anderen beliebten Mädchen zu sein. Das war ganz prägend in einer Phase zwischen 14 und 16 ungefähr. Also ich meine, so mit 14, 15 hatte ich so einen richtig tollen Stil. Wenn ich daran zurückdenke, das würde ich auch heute noch tragen. Das war was anderes. So sah sonst niemand aus. Ich habe das getragen, auf was ich Bock hatte, was anders, was individuell war. Und irgendwann gab es diesen Klick und ich habe das alles abgelegt. Und es gibt ein Foto, da bin ich ungefähr 16. Und da bin ich drauf mit noch zwei anderen Freundinnen von mir und wir sehen alle gleich aus. Wir haben alle halt nur in unterschiedlichen Farben, wir haben alle dasselbe Tanktop an und dieselbe Art von Rock an. Und das ist einfach nur noch so Mainstream gewesen. Also ich habe mich ganz sehr danach gerichtet, was die anderen tragen und habe das dann auch getragen, obwohl das überhaupt nicht mein Ding war. Es war nicht mehr dieses Individuelle, was ich eigentlich geliebt habe. Und im Grunde habe ich das nur gemacht, diese Mädchen waren in meinem Verständnis, waren die beliebt, die hatten tolle Freunde, die, ja, ich wollte gerne so sein auf gewissen Ebenen und es war total doof. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, waren diese Mädchen oberflächlich, die Kerle, die die hatten, waren total bescheuert und ich ärgere mich über diese Zeit, in der ich einfach nicht das getragen hatte, worauf ich Bock hatte. Und dementsprechend habe ich auch meine Zeit mit Leuten verbracht, mit denen ich hätte einfach meine Zeit gar nicht verbringen sollen, die einfach überhaupt nicht dieselben Werte wie ich vertreten habe. Ich habe Zeug getan und Zeug gesagt, was völlig belanglos war. Und über diese verlorenen Monate und Jahre, in denen ich hätte wirklich ich sein können, wirklich echt sein können, ärgere ich mich. Und das hat sich dann so weitergezogen, bis ich so ungefähr, also noch bis 18, bis ich meine Schule abgeschlossen habe, da wurde das immer schlimmer. Da gab es so ein Mädchen, die fand ich ganz, 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 ganz toll. Und im Nachhinein war das einfach eine dumme, aufgetakelte Person und ich wollte so sein wie die. Und hat sich im Studium, habe ich auch so ein bisschen versucht, mich anzupassen, in der Masse ein bisschen unterzugehen. Und das ärgert mich. Und erst jetzt, seit 4 Jahren, bin ich wieder da, wo ich mal war. Noch nicht ganz so individuell, wie ich mal war. Aber ich trage das, worauf ich Bock habe. Ich ziehe das an, ich kleide mich so, ich schminke mich so, wie ich das möchte. Es ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Und ich wünschte mir damals, dass ich diesen Bruch nicht gemacht hätte, dass ich schon damals dazu gestanden hätte und das jahrelang so durchgezogen hätte. Liebe dich selbst, denn sonst kannst du die Liebe anderer nicht annehmen. Ich hatte so eine Phase in meinem Leben, da war ich entweder ständig in irgendeinen anderen Typen verknallt oder aber ich hatte Beziehungen und habe die ganz, ganz schnell wieder beendet, weil ich mich ganz unwohl plötzlich von einem Tag auf den anderen mit dem Jungen gefühlt habe. Und Punkt 1 war einfach, ich habe mich selbst nicht geliebt, ich habe mich selbst überhaupt nicht akzeptiert und wie soll man da die Liebe eines anderen Menschen annehmen? Und andererseits habe ich mich aber von der Anerkennung und Liebe dieser anderen Person auch abhängig gemacht, weil ich sie selber für mich nicht empfunden habe. Also anstatt irgendwelchen Typen hinterherzurennen, hätte ich mich in dieser Zeit lieber mit mir selbst beschäftigen sollen und mit meiner Liebe zu mir selbst. Lauf keinem Jungen hinterher, kümmere dich lieber um dich selbst. Das ist halt dieses, ich hatte entweder immer wieder wechselnd, heute der, morgen der. Und es gab aber auch eine Phase in meinem Leben, oder so stetig, wo ich immer wieder zu einem und demselben Typen zurückgekommen bin. Und das ging bestimmt 4, 5 Jahre ungefähr. Und zurückblicken muss ich sagen, es war Zeitverschwendung. Ich habe etwas in ihn hineininterpretiert, was er nicht war und nie werden wird. Und das war einfach pure Zeitverschwendung. Und diese Zeit, die ich halt in ihn investiert habe, hätte ich lieber in mich selbst investieren sollen. Beschäftige dich frühzeitig damit, was du im Leben erreichen möchtest und kümmere dich nicht darum, was andere von dir erwarten. Ich hatte das schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich mich ganz, ganz spät damit auseinandergesetzt habe, was ich beruflich nach der Schule dann machen möchte, Ausbildung, Studium. Im Endeffekt war es zu spät und ich habe dann einfach irgendwas gemacht und das ist immer falsch. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, in der Schule ist, dass die Kinder, die Jugendlichen ganz, ganz schlecht darauf vorbereitet werden, was sie werden können, wie sie das werden können. Man hat diese typischen Tests, die jeder kennt und was wird man? Entweder wird man irgendwas in der Pflege, im Büro oder Arbeiter.
Und auf der Welt gibt es aber noch so, so, so viel mehr. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass es so viel Burnout gibt und unglückliche Menschen, wenn die halt irgendeinen Beruf aus der Not heraus geboren machen, auf was sie eigentlich überhaupt keinen Bock haben. Und ich wünschte mir, ich hätte halt schon eher damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was kann ich und wie kann ich damit Geld verdienen. Denn an diesem Punkt bin ich jetzt. Und eigentlich hätte ich schon mit 17, 18 an diesem Punkt sein sollen. Also vor 10 Jahren im Grunde. Und an diesem Punkt bin ich jetzt. Und das ist eigentlich schade. Eigentlich hätte ich mich viel früher damit auseinandersetzen müssen und dabei mich frei machen davon, was andere von mir erwarten. Meine Familie hat von mir erwartet, ich mache Abitur und dann studiere ich oder ich mache eine Ausbildung. Der Weg dahin, was ich mal machen möchte, führt aber weder über eine Ausbildung noch über ein Studium. Vielleicht über einen Umweg hätte man machen können. Aber eigentlich ist es ein anderer Weg. Und es gibt diese anderen Wege. Man muss keine Ausbildung oder ein Studium machen. Wenn man die Motivation hat und Ziele hat und zielstrebig ist, dann kann man werden, was immer man möchte. Lass dir kein Nasenpiercing stechen und hör nie auf, Ohrringe zu tragen. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich hier das komplette Ohr gepierst. Muss jetzt gar nicht mehr sein, ist auch alles zugewachsen. Und irgendwann habe ich dann halt aufgehört, nacheinander einringen, weniger Einstecker, weniger, bis ich dann auch hier unten keine Ohrringe mehr getragen habe. Ich weiß gar nicht warum und jetzt bereue ich das sehr, weil egal wann ich mal wieder Lust verspüre, Ohrringe zu tragen, ich mache die halt rein und nach einer halben Stunde mache ich die wieder raus, weil es einfach weh tut. Deswegen, falls ihr da einen Tipp habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde so gerne wieder Ohrringe tragen, aber ich habe dann halt nicht das Durchhaltevermögen. Wenn mich das stört und wenn das weh tut, mache ich die halt wieder raus. Und deswegen schaffe ich es nie, wieder dahin zu kommen, Ohrringe zu tragen. Das ärgert mich. Und ich glaube, mit 16 habe ich mir hier ein Nasenpiercing stechen lassen mit meiner Schwester zusammen. Und das war so ein Rotz. Das hat sich bei uns beiden so schnell, so extrem entzündet. Wir hatten dicke, rote Nasen. Das war so eklig. Das hat so wehgetan. Wir haben beide dann nach ein paar Tagen dieses Nasenpiercing rausgenommen und nie wieder reingemacht. Also lass es einfach bleiben. Bleib unbedingt bei dem Buch The Secret und beschäftige dich weiter mit diesem Thema. Ich glaube, als ich 18 geworden bin, habe ich von meinem Onkel zu Weihnachten das Buch The Secret geschenkt bekommen. Das verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox, kann ich jedem empfehlen. Und ich habe das gefressen gehabt, dieses Buch, und habe mir auch ein Vision Board und alles gemacht. Und irgendwann, ich habe mich natürlich dann weiter damit beschäftigt und bin dann irgendwann halt in eine falsche Schiene abgedriftet und habe Dinge falsch angefangen, die dann dadurch nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Und habe dann aufgehört, mich damit zu beschäftigen, mit meinen Zielen, mit meinen Träumen zu beschäftigen, meine Ziele zu visualisieren, darauf hinzuarbeiten. Das ärgert mich sehr, weil ich könnte schon viel, viel früher an dem Punkt sein, wo ich jetzt bin, wenn ich damals nicht aufgehört hätte. Deswegen der Appell an mich, da nicht aufzugeben, sondern da weiter dran zu arbeiten. Denn da wäre ich frühzeitiger an einem Punkt gewesen, wo ich wüsste, wie das Leben funktioniert. Und an dieser Stelle auch lerne zu meditieren. Ich meditiere ja jetzt seit über 2 Monaten und es ist die beste Angewohnheit, die ich mir jemals zugelegt habe. Und ich wünschte, ich hätte das schon viel, 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 viel früher gemacht. Es ist so eine einfache Methode, um mal runterzukommen, um wieder gute Laune zu bekommen, um einfach Energie zu schöpfen. Und ich wünschte, dass ich das schon viel, viel eher für mich entdeckt hätte. Das waren meine Messages an mein früheres Ich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!